Jetzt sind wir in Lauterbach. Lauterbach, in dem Hafen, wo wir das UFO gesehen haben. Fernsehabend bei Familie Kaiser in Ennepetal. Dieses Video sehen sich Irmgard und Ingo Kaiser immer wieder an. Auf der Rückreise vom Urlaub in Schweden machten sie Pause im Hafen von Lauterbach auf Rügen. Es ist der Abend des 24. August 1990. Eigentlich wollten die Kaisers nur das Ausflugsschiff von der Insel Wilm abwarten. Doch dann haben sie ein Erlebnis, das viel aufregender ist. Irgendwann hat man gehört, da ist was am Himmel. Man hat gesagt, guck mal da. Ja, was ist das? Was kann das sein? Mein Mann sagt, das sieht aus wie Orion, wie der Film. Ja, ach, hol mal die Kamera, guck mal, vielleicht kriegen wir es drauf. Na ja, und erzähl mal weiter. Und die Formation, sagen wir mal, wie den Nordstern und der große Wagen, der kleine Wagen. Aber das war eine Formation viel näher und viel lichtintensiver, oder die einzelnen Punkte. Irmgard Kaiser greift zur Videokamera. Das Ding ist noch neu und die Gebrauchsanleitung für sie ein Buch mit 7 Siegeln. Dennoch drückt sie beherzt auf den Auslöser und sichert so ein wichtiges UFO-Dokument. Aha, da kommt es wieder. Ja, ja, und dann haben sich natürlich alle, die im Hafen um uns drumherum waren, alle gefragt, was ist das? Dieselbe Frage, dasselbe Objekt. Auch die russische Ärztin Ludmila Ivanova in der Greifswalder Mendelejew-Straße 12 greift zur Videokamera. Ja. Ein paar Häuser weiter wohnt der russische Dolmetscher Valery Vinogradov. Auch er greift zur Kamera. Die UFOs im Sucher. München, Straßberger Straße. Hier schlägt das Herz der seriösen deutschen UFO-Forschung. Die Stunde der Wahrheit für UFO-Sichtungen und ihre Zeugen schlägt sie hier. Eines der wichtigsten Vorhaben für Illo Brandt von Ludwiger und Rolf-Dieter Klein ist die streng wissenschaftliche Aufarbeitung der Dokumente über die Greifswalder UFOs, die Entschlüsselung ihrer Geheimnisse. Wir kriegten zunächst einen Film aus Greifswald, einige Monate später noch einen zweiten Film aus der gleichen Gegend. Man konnte immer noch nicht die Entfernung feststellen, auch nicht die Größe. Etwas später gab es dann noch einen Film aus Rügen und dann noch später, erst im letzten Dezember, wieder einen Film aus der Gegend von Greifswald. Und dann hatten wir noch in der Zwischenzeit 7 verschiedene Fotos von verschiedenen Zeugen erhalten. Ja, und das Ganze haben wir dann in einer Karte zunächst einmal eingetragen, die einzelnen Positionen markiert. Und daraus lässt sich dann aus der Blickrichtung der Zeugen in Richtung Objekt und der Kameraposition lässt sich jetzt die Objektposition ermitteln. Und hier etwa in der Pommerschen Bucht, da lagen also die Greifswald-Objekte, haben sich dann hier von See etwas mehr in Richtung Greifswald genähert. Nach Hunderten von Arbeitsstunden sind die beiden dem Rätsel der Greifswalder UFOs sehr viel näher gekommen. Möglicherweise ist es ein natürliches Phänomen gewesen, vielleicht eine Art Plasma, denn Strukturen kann man nicht erkennen. Aber wenn es sich um ein Plasma handelt, muss man erklären, woher die Energie kommt, die dieses Leuchten angeregt hat. Denn es ist ja aus 125 Kilometer Entfernung gesehen worden. Und dann kann man Rückschlüsse ziehen auf die Energie. Die Lichtleistung betrug ein halbes Megawatt. Und es lässt sich auch nicht erklären, wieso Kugeln aus der Gruppe sich entfernt haben und wieder hineingeflogen sind. Schauen wir noch einmal zurück. So erlebten Hunderte von Zeugen im August 1990 die UFOs über Greifswald. Und so sehen die Bewegungen der 30 Kilometer entfernten UFOs aus der Nähe aus, wenn sie vom Computer vergrößert sind. Ein Hightech-Ballett der höheren Art, das allerdings noch viele Fragen offen lässt. Denn noch immer weiß niemand auf der Welt, woher die UFOs gekommen sind und wohin sie gehen. Unter dem Fotomaterial war ein recht unterbelichtetes Foto, das wollte der Zeuge eigentlich schon wegschmeißen, aber das war gerade ganz besonders ergiebig. Und zwar lässt sich daraus mit Hilfe des Computers ermitteln, dass sich die einzelnen Leuchtkugeln, dass das wirklich eine Kugelform hatte. Das kann man hier am Computer
einstellen, nämlich indem man hier Helligkeiten verändert und damit dann Rückschlüsse auf die Form der Objekte ziehen kann. Und hier das Ergebnis aufwendiger Untersuchungen. Jede dieser Kugeln war in Wirklichkeit geballte Energie, genug, um den Strom für eine Kleinstadt zu liefern. Die Greifswalder UFOs noch einmal, auf der Insel Usedom, aus etwa 20 Kilometer Entfernung fotografiert. Dieses Foto des Berliners Rainer Michael Ladwig lieferte den UFO-Forschern den Beweis für die Höhe der Formationen. 6000 Meter, noch unter den Wolken. Die Computersimulation zeigt, dass es eine Wechselwirkung zwischen den Flugobjekten gibt. Dieses Foto hat der Münchner Rudi Nagora im Mai 1971 in der Steiermark gemacht. Das Ding im Kreis, so stand für ihn schon damals fest, ist ein UFO. Ein Bildbeweis aus einer ganzen Serie von Fotos. Dem Münchner hat das Offenlegen seines Materials jahrelang nichts als Ärger eingebracht. Er wurde zum Betrüger erklärt und erst jetzt erfährt er eine späte Genugtuung. Denn die MUFON-UFO-Experten haben uns die Beweise dafür geliefert, dass das Nagora-UFO echt ist. Der Vergleich zwischen den Wolken und der Flugposition des Objektes ergab eindeutig, die Zeit war viel zu kurz, um für eine Fälschung, eine Radkappe zum Beispiel, in den Himmel zu werfen. Das Nagora-UFO aus der Nähe, der geschätzte Durchmesser 12 bis 15 Meter. Die Computersimulation zeigt, so hat sich das UFO damals über der Steiermark bewegt, rasend schnell von Punkt zu Punkt. Knapp 10 Minuten hatte Rudi Nagora sein UFO im Sucher. Dabei bewegte es sich in Sprüngen entlang dieser Linie am Himmel. Juni 1987. Am Nachmittag entsteht dieses Polaroid-Foto. Eigentlich wollte der in Deutschland lebende Italiener Giuseppe Lucifora, von Beruf Kamindesigner, nur ein paar Fotos von seiner Baustelle in Comiso auf Sizilien machen. Und er erwischte dicht neben einer NATO-Basis ein UFO. Ich habe damals eine Skizze gemacht, und zwar folgendes. Hier ist das Haus, die ich fotografiert habe, beziehungsweise mein Haus. Das ist der Comiso, das ist die NATO-Basis. Also mein Haus ist ungefähr einen Kilometer Luftlinie von NATO-Basis entfernt. Ich stand hier und da habe ich dieses Objekt ungefähr hier mal erst einmal gesehen. Und dann habe ich gesehen, dass an diesem Punkt ungefähr, habe ich so eine schwarze, dieser schwarze Punkt mal gesehen da, ja? Dann habe ich mich umgedreht auf die linke Seite und sehe dieses Objekt so Richtung Ragusa fliegen. Und bei Ragusa ungefähr habe ich das Gefühl gehabt, dass dieses Objekt auf mich zukam und dann wieder raufging und dann ist es verschwunden, also über meinen Kopf sozusagen, ist weggegangen oder weggeflogen. Aus den Polaroid-Fotos von Giuseppe Lucifora haben die Münchner MUFON-Forscher das Aussehen und Verhalten des Comiso-UFOs rekonstruiert. Und per Computer war es sogar möglich, die UFO-Struktur zu berechnen und darzustellen. Was damals im Juni 1987 auf Sizilien geschah, diese Computeranimation zeigt es. Das Comiso-UFO flog auf seiner Bahn immer in einer Ebene, was auf den einzelnen Fotos nicht zu erkennen war. Mit seinen Fotos in der Hand bat Giuseppe Lucifora bei der NATO und beim Bundesverteidigungsministerium um Aufklärung, ohne Erfolg.